Ja, dann, und Leute. Vielleicht leg ich bei Likes auch noch eine Steam-Karte drauf, ne? Na, vielleicht kommt da noch irgendwas. Na, das. Nee, die Steam-Karte würde es so oder so geben. Ja, du kannst eine Steam-Karte aus Giveaway. Bei Likes, ja. Also jetzt wirklich ganz ehrlich, solange die nicht Mies Murf schreiben, sondern der das nur in sein Profil schreibt, sehe ich das auch nicht ein, dass er ein Smurf ist. Ja, der hat schon, spielt schon ein bisschen so, als würde der spielen irgendwie. Der spielt, als würde er spielen, alles klar. Ja. Ja, ich bleib dabei, Mies Murf. Ich hab mir Kevlar gekauft, obwohl ich mir keinen Kevlar kaufen wollte. Hello, darkness, my old friend. Du bist deutsch? Ja, Toastländer oder nicht? Einer steht irgendwo Gartenhaus drinks, einer war drinnen. Betonung liegt hier ganz stark auf war drinnen. LOL! Ich bin offen. Hä? LOL! Er hat so lag mit dem Headshot. Auf den Stein hat er mir einen Anhit gedrückt. Dann bin ich reingerusht, hab den Entry geholt. Hinter dir. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie bei der Bison nachgeladen. Ich glaube, das ist für mich so der einzige Grund, die zu spielen. Ich habe so lange durch. Grund, weil, ja, das ist ja das Gute daran. Ich kann laufen während des Schießens, weil ich so viel Schuss habe, dass ich mein Schießen noch korrigieren kann während des Laufens, aber eher nicht. Die haben beide auf mich geschossen. Einer auf der Veranda links und einer unten links. Digga. Krass. Als ob ich ihn nur angehittet habe, ehrenhaft. Kollege, ne? Du denkst wirklich, dass nur weil da eine Tür zwischen uns ist, dass du auch ansatzweise sicher bist? Ich ganz anders. Auf jeden Fall war eine Tür zwischen euch, oder? Ja, durchaus. Sag ich aber. Was man noch dazu schreiben muss, ist Mies Murf, ne? Ja, das ist klar. Oh, Scheiße! Oh, nein! Oh, ich habe nicht gekriegt. Wir ran da oben. Links, links, der kommt dir entgegen! Aber das sind so eine Runden, durch die wir theoretisch abgegeben hätten. Krass, wie hart unsere Gegner am Hacken sind. Schnensch. Ja, okay, hat sich diesmal dagegen entschieden. Ja, wahrscheinlich. Richtig lucky von ihm. Also er hat anders, klar. So, Digga, das, was die Typen drücken, ist in etwa das, was die Typen drücken. Weil mich gekriegt hat, Stuka. Ja, der andere ist da unten hinter dem, ja. Auch auf der Brenn. Schade. Haben wir wegen mir abgegeben, aber sowas war. Nein, Paul Rieter hat nicht immer ein. Es liegt daran, dass unsere Gegner richtig am Hacken sind. Guck mal, wir haben auch beide schon tot, heißt, die müssen anhaben. Du musst einfach über den Keller reingehen, reinrushen. Ja, direkt da. Oh, Digga, welcher Hurensohn hat die Waffe genervt? Mal würdige Gegner, die am Hacken sind. Aber interessanterweise ist der Typ, der angeblich unser Smurf sein soll, ziemlich scheiße dabei. Einer ist beim Stein. Einer geht über den Keller rein. Einer ist beim Stein. Einer geht über den Keller rein. So soll es sein. Bin ich nicht mehr in meinem Biss. Schön. Warte, verfährst du dir einen? Sehr, sehr gut. Verdient. Sasso hat keine Chance gegen mich. Kill confirmed halt, ne? Da muss ich eigentlich nicht mal Skill zu packen. Die Waffe regelt. Nein, MP. Oh, geil. Ja, wohl eher eine MP. Einer ist auf dem Stein, Veranda durch. Ist der HE. Einer ist unten durch, einer kommt zu dir unten rein. Schön. 8-8, wenn man die beiden Zahlen zusammen packt, dann kommt die 88 raus. Du, ganz ehrlich, ich laufe draußen. Oh, fuck. Beide. What the fuck? Ach, nee, es macht so Spaß, mit dir wieder ein bisschen reinzukommen. Ja, ich muss mich einfach mal ganz kurz bedanken, dass du so einen schlechten MG2 wie mich carries. Ich habe lieber Gegner, wo ich mich bei deren Playstyle frage, ob die so ein bisschen Down-Syndrom am Start haben. Aber das Ding ist auch, was du mir, glaube ich, halt auch bestätigen wirst, dass es für dich einfach manchmal wahrscheinlich echt schwierig ist, sich in die schlechte Spielweise von denen hineinzuversetzen, weil du einfach... Das ist halt manchmal, es ist halt manchmal legit mein Fuck. Hat ne schön. Oh, sehr schön. Oh, Skillgruppe erhöht. Nice. Aber ich bin von Gold Nova 4 wieder auf Gold Nova 2 gekommen. Und jetzt bin ich wieder auf Gold Nova 3. Und in diesen Sommerferien werde ich mit dir nochmal Master Guardian. Ich muss noch sagen, wie viele Likes, Kommis, Abos und alles andere sind das denn? 90 Cent, 10.000 Abos, Likes.
Irgendeine vierstellige Zahl, die dann fünfstellig wird. Also erstmal vierstellig und dann wird sie fünfstellig. Du kauft unsere Broschüre vom Ahmed-Schachbald-Institut. Ja, da sind alle wichtigen Fakten und Tipps für die Corona-Krise drin. Ja, und stay at home. Ja, Leute, stay at home. Schaut die ganze Zeit, den ganzen Tag lang einfach alle meine Videos in Endlosschleife. Das soll ziemlich hilfreich bei Corona sein. Ich glaube, da soll man eine bessere Immunität entwickeln. Das werden wir dann morgen testen, weil da haben wir extra einen Ausschuss für gegründet. Du musst halt einfach bedenken, ich habe das jetzt gerade so gesagt, selbst wenn es nicht stimmt, ich habe das so festgelegt. Ja, das ist klar. Deswegen haben wir da ja auch schon entsprechende Lizenz. Kann man ja trotzdem nochmal testen, oder? Die lassen wir halt auch morgen weg und schreiben einfach drauf, wir haben es getestet. Gut, wie gesagt, Leute, wenn es euch gefallen hat, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch, Instagram und Twitter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn ihr bis hier geschaut habt. Paul, was sollen die Leute in die Kommentare schreiben, wenn sie bis hier geschaut haben? Salatsauce. Schreibt Salatsauce in die Kommentare. Danke. Und noch Donut-Baguette. Ja, das könnt ihr euch aussuchen, Salatsauce oder Donut-Baguette. Wird es nicht vielleicht ein leichter Teaser, dass es vielleicht ein Gewinnspiel irgendwann mal geben wird? Und dann wird es ganz bestimmt mal ein Gewinnspiel geben. So einen schönen CS-Skin oder sowas. Mal schauen. Vielleicht. Mal schauen. Also man weiß es nicht. Ja, dann, Leute. Vielleicht leg ich bei 1000 Likes auch noch eine Steam-Karte drauf, ne? Na, vielleicht kommt da noch irgendwas. Mal sagen. Ja, mal sagen wir erstmal 500 Likes. Bei 500 Likes legst du eine Steam-Karte auf das Gewinnspiel, was ganz vielleicht unter Umständen eventuell vielleicht irgendwann auf meinem Kanal kommen wird. Na, die Steam-Karte würde es so oder so geben. Ja, du kannst eine Steam-Karte aufs Giveaway bei 500 drauf. Likes, ja. Alles klar, bei 500 Likes gibt es Steam-Card-Giveaway, Leute. Also, schaffen wir die 500 Likes, wir werden sehen. Ich glaube, das, was wir jetzt nach der Runde gelabert haben, war ungefähr so lang wie die Runde. Das 18. Mal. Bis dahin. Ciao. Und Deutschland.